Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime, und wir sind zurück bei God of War. Wir haben in der letzten Folge eine Walküre geplättet. In der Pause habe ich gesehen, dass wir hier bei unserem Schwertchen scheinbar noch was machen können. Ach so, ja, okay, verstehe. Hier gibt's jetzt entsprechend den neuen Knauf, beziehungsweise Knäufe? Na, ihr wisst schon. Okay, ich dachte, das ist ein bisschen spektakulärer. Na gut. Okay, das haben wir. Wo geht's hier raus? Da geht's raus. Okay. Nach Raben hatten wir geguckt, hatten wir, glaube ich, nichts weiter gesehen. HP-technisch sieht es gut aus. Das heißt, wir machen uns jetzt erstmal auf zu den Zwergen. Wie das klingt. Hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen. Zu irgendeinem Laden, um einen neuen Auferstehungsstein zu organisieren. Ach, wisst ihr was? Lasst uns einfach schnell hier hingehen, da wissen wir, dass ein Laden da ist. Holen uns den Auferstehungsstein, dann geht es zur nächsten Harpie, würde ich sagen. Ich hoffe, dass ich hoffe, dass wir einen Run haben und dass wir gerade gut durchkommen. Ich glaube, die Niflheim... da drücke ich mich gerade so ein bisschen vor. Ich glaube, die Niflheim-Harpie will ich erstmal nicht versuchen, oder? Ich weiß es nicht. Eigentlich müssen wir mal wieder ein bisschen Hauptstory machen. Hätte ich ehrlich gesagt auch Bock drauf, weil wir... Ja, wir questen hier schon... Questen kann man es auch nicht nennen, aber wir sind schon wieder abseits der Story... auf Nebenwegen unterwegs. Aber ja, es läuft halt gerade. Wobei, wie gesagt, ich jedes Mal, wenn wir gegen eine HP antreten, Blut und Wasser schwitze. Aber man merkt, ich weiß nicht, ob euch das auch auffällt, man merkt, dass wir dank dieser Rüstung echt viel mehr einstecken und die Runen auch so viel mehr Damage machen. Also die Runenfertigkeiten, die hauen echt rein. Gerne, hab geöffnet. So, kaufen Auferstehungsstein und einmal diesen bitte. Das soll es auch schon gewesen sein. Vielen Dank. Und dann können wir uns verdünnisieren, verbessern. Mehr ist jetzt hier nicht. Ich dachte, man kann... Alles wunderbar. Okay. Ich dachte, vielleicht kann man noch mal kurz nach der Klinge gucken. Nach den Chaosklingen. Die ist nämlich jetzt Stufe 6, seht ihr? Und die nur Stufe 5. Ja. Okay, wir gucken ganz kurz nochmal nach der letzten HP, aber die war hier oben. Welches Tor ist denn das dann jetzt? Das müsste dann dieses hier sein, ne? Genau. Verborgene Kammer. Nicht, dass wir da irgendwie an der falschen Stelle im Berg rauskommen. Das wäre auch blöd. So, dann einmal hier rüber. Ja, das ist schon praktisch mit dem Schnellreisesystem. Kann man nicht anders sagen. Wenn wir das alles laufen müssten. Vielleicht haben wir jetzt eine oder andere Kiste liegen lassen, weil wir es nicht gelaufen sind. Aber dann würde es ja bescheuert werden, ganz ehrlich. Wenn du da überall hinlaufen würdest. Ja. Ja. Ich habe leider überhaupt gar keine Vorstellung mehr, wie gut oder schwer oder schlecht oder wie auch immer die war. Aber das werden wir gleich sehen, denke ich. Mal schauen. So, und auch hier gucken wir nochmal schnell, ob wir vielleicht doch noch was finden. Zwecks bisschen Rage auffüllen, weil uns fehlt nicht viel tatsächlich. Fehlt nicht viel. Ein bisschen was wäre halt nice. Aber hier ist überall nur HP. Na, sie wollen halt sicher gehen, dass man auf jeden Fall full life in den Kampf starten kann. Hier ist keine Krähe. Aber gut. Ja, ich würde sagen, Leute, drückt uns die Daumen. Full Life sind wir. Ja, dann würde ich sagen, hier ist diese kleine Arena. Okay. Viel Glück, Freunde. Oh, weg. Die geht hier ab. Alter Vater. Ja, nice. Komm her, und komm her. Sehr schön.
und los. Die hält ziemlich viel aus, wenn ich das mal so sagen darf. Und weg, 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 weg. Oh, shit. Alter Vater. Dann losgehen. Okay. Oh, verdammt. Okay. Wir haben's. Oh, weg, weg. Hauptsache den Heilungsstein noch eingesammelt. Oh, verdammte Axt. Alter Vater, ist die schnell. Ja doch, kriegst du. Nein, das war schon wieder verschwendet, oder? Nee, wir haben sie ein bisschen getroffen. Den Heilungsstein hätte ich mal mitnehmen können. Okay. Ja, nice. Okay. Nasekiller, ganz blöder Zeitpunkt. Okay, komm. Wir waren gerade voll mit Rage. Das, oder fast voll, das muss man nutzen. Komm, 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 komm. Hau auf da, hau auf da. Mach, Troller nackig. Komm her. Shit. Oh, shit. Okay, komm her. Shit. Weg. Wirklich. Dann gib mir doch einen Heilungsstein, Junge. Ja doch. Ja doch. Komm, komm, komm. Okay, und weg. Nimm doch. Wo ist sie? Hilfe, Hilfe. Shit, okay. Okay, okay. Okay, und los. Los, komm, 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 komm. Ein bisschen Damage machen hier. Bitte, 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 bitte. Los, 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 los. Wir machen kein Damage mehr. Und weg, weg, weg. Ja, komm. Jawohl. Sehr nice. Danke. Ich bin frei. Doch warum war ich gefangen? Das war wohl deine Königin. Warum hindert Sigrun uns an unserer Pflicht? Das ist das Rätsel, das wir lösen wollen, Werteste. Kennst du einen Grund, warum sie das tun sollte? Nein. Ohne die Walküren finden jene, die im Kampf starben, nicht nach Valhall. Dann quillt Helheim über mit den Seelen Verstorbener und überschwemmt Midgard mit rachgierigen Leichen. Keine Walküre kennt eine schlimmere Schmach. Ich muss gehen und versuchen, die Blutung zu stillen. Lebt wohl. Sehr schön. Die nächste. Sehr geil. Und Kopf? Jetzt hast du deine Antwort, Kopf. Die Königin ist gegen Odin. Sie sperrte die Walküren ein, um ihm zu trotzen. Sigrun hasste Odin ganz zweifellos. Aber ihre Pflicht, ihre Verantwortung, würde sie sich wirklich auf diese Art an Odin rächen wollen? Das glaube ich nicht. Ich schon. Hass ist stärker als Pflicht. Wir müssen die Königin finden. Wir müssen sie aufhalten. Tut mir leid, Mimir. Ja, muss dir nicht leid tun. Sigrun hat das selbst getan. Ich wünschte nur... Ach, das wünsche schon. Wie finden wir sie? Das weiß ich leider nicht. Sie könnte überall sein. In jeder Welt. Wir finden sie. Wir müssen. Ganz Midgard zählt auf uns. Okay, ein Axtknauf.
Moderate Bonusaktivierung, Chance auf Schlag der Valkyre. Bei erfolgreichen Exekutationsspaltern, wodurch beim nächsten Ziel eine massive Explosion verursacht wird. Geringe Bonusaktivierung, Chance auf eine Explosion bei erfolgreichen Treffern. Da müssen wir nochmal schauen. Das sieht nicht so schlecht aus. Aber gut, wir haben jetzt hier natürlich schön Abwehr drauf. Ist bestimmt auch nicht besonders günstig, wenn es ums Aufpimpen geht. Okay, Glück hat es viel, aber gar keine Abwehr. Das ist natürlich echt bitter. Na gut. Na, ich habe ja so eine Vermutung, wo die Wertekönigin sich rumtreibt, tatsächlich. Da werden wir jetzt auch hingehen, aber sie wird höchstwahrscheinlich auch nicht da sein, weil eine fehlt uns ja noch, eine Valkyre. Atreus, komm her. Halt, wir haben nicht nach einem Raben geguckt. Tut mir leid. Ja, sorry. Nach einem Raben haben wir nicht geguckt. Hier müsste eigentlich irgendwo müsste einer sein, oder? Ich höre aber auch nichts. Das ist so duster hier. Habt ihr einen gesehen? Ich nicht. Was war das? Nichts. Ja, ich weiß leider nicht, wo wir schon die Raben eingesammelt haben und wo nicht. Naja, gut. Okay, das heißt, wir jetzt erstmal wieder Tor. Und rein theoretisch müssten wir zuerst wieder zu dem Laden hier und dann würde ich gerne zu, zu dem Rad hier. Ja, wir müssen. Ich habe keine Lust, in irgendeinen Fight zu kommen und nur wegen dem blöden, fehlenden Auferstehungsschein zu scheitern. Aber krass, dass wir doch jetzt jedes Mal, also zumindest in den letzten beiden Kämpfen, diese Auferstehungssteine gebraucht haben. Na gut. Und habt ihr das gesehen? Wir haben am Ende mit dem Rage keinen Schaden mehr gemacht. Oder habe ich mir das eingebildet? Oder haben wir sie nur nicht getroffen? Also irgendwie war das merkwürdig. Irgendwie war das merkwürdig. Uiuiui, auf jeden Fall waren die ganz schön zackig und ganz schön heftig. Aber cool, dass wir sie jetzt bis dato alle geschafft haben. Sehr, sehr nice. Aber es gibt halt immer noch so ein paar Sachen, die wir machen können, müssen, sollten. Da fallen mir die drei Weltenrisse in Niflheim ein, da fällt mir die Valkyre in Niflheim ein. Ja, so ein paar Kleinigkeiten gibt es noch. Ich glaube, es gab nur noch den ein oder anderen Schatz. Aber ich weiß nicht, ob wir wirklich jede Nebenaufgabe abgeschlossen haben müssen, bevor wir dann zum Finale gehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden dann demnächst... Asgardstahl, okay. Okay, dann geht es auf 12 hoch. Rune auch auf 12. Glück geht höher. Ich glaube, ich bleibe bei dem Pestbringer. Wobei natürlich die Macht der Valkyre auch sehr nice ist. Ist egal. Dafür sind wir nicht hier. Auferstehungsstein. Dafür sind wir nämlich hier. Zack. Okay. Dann gehen wir mal zurück zum Rat der Valkyren und bringen die Helme weg, die wir... Auf Wiedersehen. Die wir haben. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, wir haben jetzt insgesamt 6 Helme. Also... Ich glaube, wir haben jetzt noch 4 dabei oder so, oder 3. Und wenn wir dann nachher, da müssen wir hin, wenn wir dann nachher den 7. von 8 platziert haben, dann spawnt die doch bestimmt im Rad, oder? Also die Königin, die letzte. Ich glaube nicht, dass die jetzt schon irgendwie unterwegs ist. Ich glaube, die kriegt man erst, wenn man alle anderen gekillt hat. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Was heißt gekillt? Befreit hat. Aus ihrer sterblichen Hülle, aus ihrer irdischen Hülle. Wir schauen mal. Und dann denke ich, dann werden wir mal wieder Richtung Story gehen. Auch wenn das vielleicht jetzt schon die letzten Story-Teile sind. So. Okay. Hier können wir platzieren. So tun wir. Und? Hä? Das war's? Die schöne Göndul?
Keine Geschichte? Verzeih, Junge. Der Anblick Göndüls raubte mir immer den Atem. Göndül besaß eine Flinke zum Scharfsinn und eine Figur, die jeden Mann buchstäblich in den Wahnsinn trieb. Odin verbot ihr nach einer Weile den Zutritt zu Midgard, da Wahnsinn in Valhall nicht gern gesehen wird. Okay. Und die nächste. Niemand Geringeres als Geidrifun, Waffenmeisterin von Valhall, verantwortlich für die Unterweisung von Odins Einherjar. Seine was? Seine Armee für Ragnarök. Der einzige Grund, weshalb Valhall überhaupt existiert. Die Einherjar warten in der großen Halle, wo sie ohne Unterlass prassen, trinken und sich in den Fällen vergnügen. Wenn Ragnarök beginnt, ruft Odin sie zu den Waffen, um für ihn zu kämpfen. Geidrifun hat alle Hände voll zu tun. Das ist Rota. Sie erwählt die Erschlagenen. Tun das nicht alle Walküren? Nicht wirklich, obwohl sie dafür am bekanntesten sind und das ihre bei weitem wichtigste Aufgabe ist. Du hast gesehen, was ohne das Urteil der Walküren aus den Toten wird. Heelläufer. Genau. Rota, Gunnr, Skuld. Ohne sie, die nach einer Schlacht klar Schiff machen, platzt Heel aus allen Nähten mit Seelen, die für Valhall bestimmt sind. Eine schreckliche Situation. Rota muss außer sich sein. Haben wir noch mehr? Ich glaube schon, ne? Ja. Ha, und hier haben wir Er, die Heilerin. Valkyren Heilerin? Seltsam. Er war tatsächlich seltsam. Sehr still, sehr gelassen. Wo ihre Schwestern reißende Flüsse waren, war er ein sanft plätschernder Bach. Sie heilte sowohl Sterbliche als auch Götter. Und sogar einen gewissen allwissenden Weisen, der einmal zu viel trank und von einem Berg fiel. Hm. Nicht mein rühmlichster Moment. Okay. Okay, ich glaube, haben wir jetzt alle abgegeben, die wir haben? Okay, und zwei Stühle haben wir noch. Das ist einmal also Niflheim. Einer von den beiden und dann wahrscheinlich die Königin. Oder gibt es doch noch irgendwo eine, die ich jetzt übersehen habe, an die ich nicht gedacht habe? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir könnten noch mal kurz auf der Karte gucken. Weltenrisse, gibt es hier noch welche? Tatsächlich. Kampftroll. Okay. Okay, das ist ja spannend. Das könnte man sich ja glatt nochmal geben. Valkyren 4 von 4. Alfheim. Gibt es hier eventuell noch eine Kammer? Und gibt es hier vielleicht noch eine Valkyre? In Alfheim. Das könnte natürlich sein. Es gibt hier noch zwei unentdeckte Orte. Gefundene Artefakte. Okay, und hier fehlt uns auch nur ein Artefakt noch. Okay. Und hier, ja, auch noch eine Valkyrie. Ich sag euch, es gibt hier noch mindestens eine in Alfheim. Shit. Gab's hier irgendwo eine Kammer? Ich weiß das nicht mehr. Shit. Das heißt, wir müssten hier noch einmal rumschippern. Okay. Was war das hier? Verborgene Kammer von Odin. Da haben wir's doch. Da ist eine Valkyrie. Ich sag euch das. Oh Gott, da müssten wir so weit nochmal. Puh. Puh. Ja, vielleicht nicht jetzt, oder? Oder? Den Troll könnte man sich aber echt nochmal geben. Wo ist denn das Tor? Da. Aber ich glaube, das machen wir auch nicht mehr jetzt in dieser Folge, weil die ist nämlich schon wieder zu Ende. Hier könnte man mystisch Torkanal des Steinmetzes und dann könnte man hier zum Trollkampf gehen. Das wäre vielleicht mal noch eine Maßnahme. Gibt es hier denn noch mehr? Und ich glaube, dann kann man, glaube ich, langsam sich auf den Weg zur Hauptquest machen, die Reise.
Okay, für den Moment aber sind wir wieder durch. Das heißt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, euer Showtime. Tschüss.